Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wie ihr seht, wir sind immer noch bei den Smart Plugs. Die werden wir jetzt versuchen einzurichten. Ich will erstmal gucken, erstmal Kamera anmachen und Kamera drehen und dann Obenruf und wir wollen nichts übersetzen. So, QR-Code. Dann gucken wir einfach mal nach. Und zwar bei der Android. Ja, seht ihr, selbst da funktioniert es. Technik. Das installieren wir jetzt einfach. In der Zeit wurde installiert. Ich habe hier schon verschiedene Apps drauf. Von Meros, Xiaomi, Grown, Gosund, Magic Home, Hao Deng, Elisosios, Eliasion und Smart Control. Warte mal, Smart Control war doch für den Fernseher. Ja, das ist für meinen Fernseher. So, und da werden wir jetzt erstmal testen. Sind die Dinger vielleicht kompatibel mit einer App, die wir schon auf dem Handy haben? Um uns natürlich zu sparen, dass wir hier so viele Apps einrichten müssen. So, wir machen das jetzt einfach an. So, dann seht ihr hier, dass es blinkt. Ich habe extra das Licht ausgelassen. Ich hoffe, das kann man sehen. Hier blinkt das. So. Und weil das blinkt, der sucht jetzt was. Ich muss jetzt im Handy aber erstmal noch umstellen auf 2,4 GHz. Empfehle ich euch auch. Macht das nicht beim Einrichten, bevor ihr anfangt mit Einrichten, auf 2,4 GHz. Also bei mir ist es sowieso getrennt. Ich habe es bei mir getrennte 2 und das 5 GHz Signal, weil das ist für einige Geräte besser. Wenn ihr wenn ihr eure Fritzbox nicht bearbeitet habt, dann habt ihr nur ein Fritzbox-Signal und da ist das 5 GHz und das 2,4 GHz drin. Falls das mal Probleme machen sollte bei dem ein oder anderen Smart-Plugin oder mit einem Fire TV, dann entkoppelt die beiden, dass es zwei extra Signale sind und dann funktioniert das reibungslos. So, habe ich jetzt gemacht. Jetzt gehen wir erstmal auf die. Wir nehmen erstmal die Smart Life. Smart Life, da habe ich jetzt meinen LED-Bilderrahmen. Oder nee, wo habe ich denn die meisten Geräte jetzt drin? Das ist bei Gosung, glaube ich. Ach, ich muss mich hier erstmal wieder anmelden. Wieso bin ich nirgendwo angemeldet mehr? So. Computersteckdose. Ja, dann nehmen wir das jetzt einfach. Wir versuchen einfach mal die Gosund. Und wir sagen, wir möchten ein neues Gerät hinzufügen. Und dann haben wir halt hier verschiedene. Lightning ist halt Licht. Ja. Also die ist halt leider nicht auf Deutsch, die Gosund. So, und wir gehen einfach auf Entdecken. Und dann gehen wir auf Steckdose Wi-Fi. Darauf. So. Dann sagt er mir halt meine Box an und dass sie blinken soll. Blinken tut. Und wir sagen, ja, so, weiter. Jetzt sucht er. Es muss nicht unbedingt funktionieren. Also wir können auch ein neues Konto einrichten, das ist jetzt noch nicht das Problem. Aber viele fragen halt immer, ja, ist das denn mit meinem kompatibel? Und so wie es aussieht, ist es mit der Gosund auch kompatibel. Wir können das jetzt umbenennen. Ich lasse jetzt einfach mal den Originalnamen. So, Fertigstellung. So. Und hier geht es jetzt an und aus. Also mit einem weißen Hintergrund heißt an, mit einem schwarzen Hintergrund heißt aus.
So, also es funktioniert mit der GoSound super. Jetzt werden wir aber, weil ich habe langsam echt keinen Platz mehr hier für die Smart Apps. Ich muss mir da mal was einfallen lassen, wo ich das hinmache. Ich werde einfach mal die Musik-Apps hier verschieben. Weil mein Platz ist mega knapp. So, und dann holen wir uns einfach die App von Technik nach vorne. So, da haben wir sie. So, da ist sie. Und da drücken wir jetzt einfach drauf. Und ich denke mal, das wird so sein wie immer. Wir müssen uns ein Benutzerkonto anlegen. E-Mail-Adresse, Passwort. Einloggen. Geht natürlich nicht. Wir haben jetzt noch keinen Account. Ja, geht nicht. So, anmelden war unten. Ich habe mich verdrückt. So. Name optional. So, Technik. So, anmelden. So, jetzt fragt er, bitte geben Sie den Verifizierungscode ein, welcher Ihnen an die E-Mail-Adresse gesendet wurde. Da muss ich jetzt erstmal meine E-Mail. Ach so, E-Mail ist hier hinten. Habe ich nichts gekriegt. Wird wahrscheinlich ein Junkmail-Ordner sein. Ja, da ist er drin. So, dann kopieren wir das. Kopieren, einfügen. Also kopieren kann ich nicht, ich muss das dann eintragen. So, haben wir jetzt gemacht. Jetzt muss ich ein Passwort eingeben. Haben wir auch gemacht. Ich möchte noch speichern. So. Und jetzt sind wir schon in der App. Und jetzt sagt er natürlich Gerät hinzufügen. Jetzt müssen wir erstmal hier das Gerät wieder resetten. Meistens ist es, wenn wir hier drückt halten. Ja, und dann blinkt es wieder weiß. Und dann können wir das auch wieder zuweisen. Gerät hinzufügen. Wir können ja mal gucken. Achso, nee, Beta kriege ich jetzt nicht in die kleine Steckdose rein. Wir sagen, oh, hier steht so ja Stecker, Schalter. Hier, da ist so ja Deutsch drin. Ne? Blinken schnell, ja. So. So. Jetzt will er mein Passwort von meinem Router haben. Also um WLAN-Geräte hinzuzufügen. Und jetzt macht er. Dann müssen wir mal gucken. Also wir sind jetzt bei 15%. Also Pairing, bitte warten. Vor allen Dingen, die App ist in Deutsch. Also das muss ich sagen. Also eine deutsche App. Also nicht eine deutsche App, aber wenigstens deutsche Schrift. Bei GoSound ist leider alles in Englisch. Oder haben die da schon ein deutsches Update? Wir lassen die einfach mal rödeln und gucken mal bei GoSound. Und hier ist sie jetzt auch automatisch raus, weil ich halt gesagt habe, ich möchte, also wieder gedrückt gehalten habe, um sie mit einer App zu verbinden. Da fliegt die automatisch hier raus. So, wir können ja mal gucken. Ja, hier haben wir auch Schlafzimmer, Wohnzimmer und so ist alles
Deutsch, aber halt, wenn man Geräte hinzufügen, Elektrik, Lightning, ein Gerät hinzufügen, also das ist soweit Deutsch, aber halt die Hauptkategorie noch nicht. Und wir sind jetzt hier bei 85%. Und irgendwie findet das in der eigenen App nicht so schnell. Es kann sein, ich bin noch auf 2,4. Ich bin noch auf 2,4 Gigahertz. Gut. Stellen Sie Verbindung. So. So, rausnehmen für 10 Sekunden. Eins, zwei, drei. 10. So, wird hier nämlich auch super erklärt. Zeige ich euch auch gleich. Zack. Alles hier schön mit Bebilderung und beschrieben. So, wir haben sie jetzt 10 Sekunden draußen gehabt. Halten Sie nach den mindestens 5 Sekunden den Schalter gedrückt. So, jetzt blinkt es. Steht auch hier. Bestätigen Sie, dass Anzeige schnell blinkt. Ja. Halten Sie Netzschalter erneut mindestens 5 Sekunden gedrückt. So. Bestätigen, dass es blinkt. Ah, jetzt blinkt es auch noch rot mit bei. Halten Sie den Netzschalter für weitere 5 Sekunden gedrückt. So. So, nächste. Ich soll in meinem Wi-Fi gucken. Achso, Wi-Fi erstmal wieder anmachen. Ich habe es aus Versehen ausgemacht. So, mit 2,4 Gigahertz verbinden. So. Gerät verbinden. Das. Hast du Musik da drüben an? Wer hört denn hier Musik so laut an? Kehren Sie zur App zurück. So. Nächster Schritt. Dann mache ich mal noch zurück. Sag ich mal 4 Gigahertz. Das ist alles okay. Nächster Schritt. Und sie blinkt weiß. Es kann natürlich sein, dass es jetzt ein bisschen Probleme gab, weil, wie gesagt, die war ja vorher auf ein anderes Gerät angemeldet, also auf eine andere App. Das werden wir gleich mit der zweiten versuchen, die nicht auf einen anderen angemeldet waren. Das dauert wieder ein bisschen was länger. Ich werde auch hier nicht schneiden, damit ihr wirklich den ganzen Prozess mit bei seid. Aber wie gesagt, bei euch geht es schneller. Das werde ich euch gleich zeigen, wenn wir direkt ein Gerät verbinden, was nicht vorher mit einem anderen mit einer anderen App verbunden war. Also wir sind jetzt schon bei 60%. Ich glaube nicht, dass hier jetzt großartig noch was passiert. Irgendwie blinkt auch langsam. Wo kommt denn die Mucke? Von über uns? Oder schräg? Opala. Ach, Junge. Hat sie kaputt gekriegt? Sammel schnell auf, das sind lauter kleine Teile. Ist das mit dem Juna-Schild, wa? Nee. Welche dann? Meins. So, hier wollte er wieder nicht. Ach, hier. Wir gehen jetzt einfach nochmal zurück. Nimm das raus.
Und machen die hier rein. Ne, falsch rum. So. Also hier blinkt es auf jeden Fall schneller. Ich kann ja mal hier die Bäden übereinander stecken. Dankeschön, mein Schatz. So. Und nächster Schritt. Und jetzt sucht er. Die war, wie gesagt, nirgendwo vorher angeschlossen. Also sollte das rein theoretisch. Der Strom ist nicht da. Besser funktionieren. Ich guck mal in der Zeit noch mal im Heft. Deutsch ist auf Seite 8. So. Also wäre ja ein Unding, wenn es mit der eigenen App nicht hinhaut. Aber mit anderen. So. Fügen Sie Gerät im einfachen Modus hinzu. Schalten Sie sich, stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone 2,4 GHz, habe ich gemacht, halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell zu blinken beginnt. Was bedeutet, dass das Gerät bereit ist, sich zu pairen. Also es blinkt ja schnell. Also es ist ja nicht, dass es nicht so blinkt. Starten Sie die Anwendung Technik und klicken Sie auf Plus. Geben Sie WLAN-Passwort ein. Okay, also ich glaube nicht, dass er das jetzt hier auch gefunden hat. So. Wir werden das jetzt mal anders machen. Wir werden jetzt einfach mal sagen. Entfernen. Ich habe jetzt mal mein WLAN-Netz entfernt und nehme es jetzt wieder neu, um mich wieder neu anzumelden. Über die App. Vielleicht ist das der Fehler. So, ich verbinde mich jetzt gerade wieder neu. Zack. So. So, nächster Schritt. Also der will sich irgendwie auch komischerweise nicht mit dem Router verbinden oder so. Pairing, bitte warten. Oder er hat sich mit dem Router verbunden, will aber nicht weitermachen. So, ich habe jetzt mal eine, hier jetzt die obere habe ich jetzt, dass die nicht nur weiß blinkt, sondern rot leuchtet und weiß blinkt. Also die hat ja hier aufgehört zu blinken. Also es scheint so, als wenn die jetzt im Gerät schon drin ist, also in der App. Ja, aber wir kommen ja gar nicht in die App rein, warum auch immer. Also da sollen wir das mit Alexa machen können, aber irgendwie ist da der Wurm drin. Und wie gesagt, ich habe ja die untere Steckdose, die war ja nicht mit einer anderen verbunden. Und an den Geräten kann es nicht liegen, weil der hat sich ja mit der anderen App super schnell verbunden. Aber mit der Technik-App irgendwie nicht. Wenn nicht, haue ich sie in eine andere App drin, das ist ja nur okay ein Problem. So, will er nicht machen. Bitte überprüfen Sie Router und stellen Sie sicher, dass ordnungsgemäß funktioniert. Bitte stellen Sie sicher, dass die Verbindung... Ach so, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, woran es liegen kann.
Es könnte sein, dass mein Router eventuell bei WLAN eingestellt hat, bei Sicherheit, dass keine neuen Geräte zugelassen werden. Und ich habe ja meinen Router wiederhergestellt. Ich habe ja einen neuen bekommen. Sicherheit. Und es kann möglich sein, alle neuen WLAN-Geräte zulassen. Also das ist nun nicht das Problem. So. Stellen Sie sicher, dass ordnungsgemäß funktioniert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie 2,4 GHz verbunden sind. Ich bin mit 2,4 GHz verbunden. Tippen, drittens. Weitere Tipps. Versuchen Sie es noch einmal. Sie können auch eine alternative Option ausprobieren, um Verbindung über Zugriffspunkt des Gerätes herzustellen. Wir machen nochmal. Nee, zurück. Alternative Version. Wo ist denn da der Unterschied? Ist der gleiche. Nee, da fehlt ein Punkt. Denn wo sie sich befindet, im Wohnzimmer. Und die ist jetzt hier. So, wir können sie halt hier vorne im Menü direkt an- und ausschalten. Und wenn wir jetzt auf Alexa gehen, dann gehen wir hier unten einfach auf Geräte. Dann warte, gehen wir hier ansehen. So, ich habe jetzt hier oben stand da halt alle Geräte und wir gehen jetzt einfach hier hinten auf alle Geräte und dann haben wir hier alle Geräte. Und ich gucke mal, ob hier eine PS5. Oh, ist ja schon da. Wir brauchen noch nicht mal suchen. Wir haben eine PS5 Ladestation. Die ist ja schon da. Da ist er. Und wir können sie jetzt über Alexa. An- und ausschalten. So, ich werde euch das jetzt auch gleich zeigen. Die untere ist es. Wie gesagt, wenn ihr A-Punkt habt und sie auch A-Punkt heißt, macht sie am besten jetzt kurzzeitig mal stumm. Macht das Video pausiert und macht sie stumm. Diese ist die PS5-Ladestation, die habe ich nicht benannt. Ich mache mal das Licht auch aus, dass man das vielleicht besser sieht. So, dass ihr seht, dass es auch wirklich an ist. So, Alexa, PS5-Ladestation an. Okay, die hat sie noch nicht. So, hab halt noch keinen Befehl hinzugefügt. Wir werden es jetzt hier mal versuchen. PS5 Ladestation an. Also der Befehl ist angekommen. PS5 Ladestation an. Wir haben noch keinen Befehl. So, also werden wir jetzt. Aber eigentlich müsste sie das machen. PS5 Ladestation an. Also sie nimmt den Befehl an, aber will halt nicht wirklich. Gerät hinzufügen. Ich mache jetzt einfach noch mal sonstiges. Geräte suchen. Ich suche jetzt einfach mal in der Alexa-App noch mal nach neuen Geräten. Manchmal gibt es in der Alexa-App, wenn man neue Geräte hinzufügt, da so ein bisschen kleine Probleme. Ist nicht die Regel. Nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. YouTube an? Schubidu, ja, Schubidu machen wir nachher. So. Okay,
Geräte haben. So, keine neuen Geräte gefunden. Also er hat wirklich alle Geräte drin. Hoppala. So, Vorsicht, meine Tochter geht gerade raus. So. Wir wollen jetzt einfach eine neue Routine machen. Und zwar gehen wir dafür auf den Punkt, also erstmal geht ihr, zack, hier unten auf die Striche da. Und dann geht ihr auf den Punkt Routinen. Und da können wir eine neue Routine einrichten. Und wir richten einfach mal eine neue Routine ein, die wir dann auch nennen. So. PS5 Ladestation. Will er jetzt nicht schreiben? Oh, das ist so nervig manchmal mit dem Ladestation. So, wenn ich das sage, dann soll Folgendes passieren, und zwar Smart Home. Nichts erfunden. Stimme. Achso, ne, wie es heißt, so. Was? Sie dürfen keine Sonderzeichen enthalten. Ja, ich habe keine Sonderzeichen. Also PS5 ist halt ein Sonderzeichen, okay. Das kann natürlich sein, dass er deswegen Probleme hat. Aber PlayStation ist schon belegt. Wir werden mal versuchen, ich werde mal in der Gosund-App das einfach mal umbenennen in Controller. Und speichern das einfach mal in Controller-Ladestation um. Und dann gehen wir wieder in Alexa rein. Geräte, ja. Geräte. Alle Geräte. So. Jetzt sollte das hier irgendwo Controller-Ladestation. Seht ihr? Da steht es. Also da. Hat er auch gleich umbenannt. Da geht Rucki-Zucki, also seit dem vorletzten Update. Alexa, Controller-Ladestation an. Also sie macht was, aber will halt nicht. So, also werden wir das jetzt einfach mal ändern. Routine können wir ja lassen. Wenn ich jetzt sage, Controller Ladestation, Controller Ladestation. Oh, ist so widerlich. So, ich sage jetzt einfach Controller Ladestation, das sage ich. Also die Routine heißt PS5 Ladestation. Ich sage Alexa, ja, nicht jetzt. Und dann soll das passieren. Und zwar gehen wir auf Smart Home, Lampen. Nee, nicht Lampen. Wie komme ich jetzt auf Lampen? Ich bin jetzt bei meinem LED-Zeug. Gruppe steuern, Szene steuern, alle Geräte. Und dann gehe ich auf alle Geräte und dann suche ich hier die Controller-Ladestation. Die müsste ziemlich weit unten sein. Ich habe hier die PS5-Ladestation. PlayStation. Also hier steht noch PS5-Ladestation drin. Ja. So, an, aus, weiter. So, jetzt haben wir die PS5-Ladestation da drin. Und dann sagen wir einfach speichern. Dies kann bis zu einer Minute dauern, dauert es nicht. So, sie ist jetzt drin, die Routine. Und ich sage jetzt einfach mal Controller-Ladestation an.
Controller-Ladestation aus. PS5-Ladestation an. Es gibt verschiedene Dinge mit dem Namen PS5-Ladestation. Welches möchtest du? PS5-Ladestation. Es gibt verschiedene Dinge. Also das kann jetzt sein. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht, die war ja schon an. Wir werden jetzt einfach mal nochmal die Routinen, die ich erstellt habe, löschen. PS5-Ladestation. Löschen. So, jetzt habe ich die gelöscht und ich habe jetzt... Ich nenne sie in der GoZone-App auch nochmal um. So wie ich es eigentlich haben wollen würde. Aber bei Alexa in der App mit Routinen geht es nicht mit Zahlen. So. Ich habe das jetzt so gemacht. So, dann gehen wir hier nochmal rein. So. Gerät hinzufügen. Sonstiges. Geräte suchen. Wir suchen jetzt einfach mal pro forma nach Geräten. Da so überprüft er nämlich alles nach und gibt auch die Namen ein, wie sie wirklich heißen und so. Also da gibt es manchmal Probleme, dass, wie gesagt, dass er vorne zwar schon den aktualisierten Namen von dem eingeben, was wir in der App eingegeben haben, aber wenn wir dann eine Routine erstellen wollen, wenn man den halt immer umbenannt hat, noch der alte Name steht. Also da ist Alexa manchmal, also die App halt manchmal nicht so die intelligenteste Anwendung. So, wir sind gleich fertig und jetzt sind wir fertig, keine neuen Geräte gefunden. Und jetzt können wir mal versuchen, wir sagen ihr jetzt einfach mal, PS5-Ladestation an. Und es funktioniert. Alexa, PS5-Ladestation aus. Also es funktioniert. Also man braucht nicht mal eine Routine erstellen. Bei manchen Apps, also bei manchen Anwendungen, bei manchen Geräten ist es so, dass man eine Routine erstellen muss. Bei anderen geht es so automatisch. So, ich habe jetzt halt praktisch eine noch über. Und diese ist jetzt die PS5-Ladestation. Die wird dann eingerichtet, die kommt auf Dauerstrom, also mit zum Dauerstrom kommt die, aber dass ich die Ladestation separat an- und ausschalten kann, die muss ja nicht die ganze Zeit an sein. Die kann, ich weiß nicht, ob das, also wo man Energie sparen kann, sollte man es machen. Und deswegen, nur wenn ich den Controller lade, sage ich einfach, dass er die anmachen soll. Und wenn ich fertig bin mit Laden, sage ich, dass er sie ausmachen soll. Und sonst ist das Ding halt die ganze Zeit aus. Ich werde den Support nochmal anschreiben, warum das bei mir nicht funktioniert hat. Also ihr seht ja, dass die Steckdosen an sich super funktionieren, dass sie super einzurichten sind und ziemlich einfach einzurichten sind. Aber warum es mit der App bei mir jetzt nicht so funktioniert hat von Technik. Ich werde das mal bei meiner Mutter noch versuchen. Mit ihrem Router und müssen wir mal gucken. Also irgendwo muss da der Wurm drin sein. Vielleicht mal einen Neustart vom Handy machen. Ich werde es auf jeden Fall überprüfen. Aber wie gesagt, ich werde euch mal den Link noch von der GoZone-App runterpacken, vom Google Play. Falls ihr die Probleme mit der Technik-App auch habt, dass ihr kein neues Gerät hinzufügen könnt, nehmt da einfach die GoZone. Die habe ich jetzt getestet, da kann ich euch sagen, es geht. Wenn ihr natürlich aber schon eine andere App habt, jetzt zum Beispiel... Magic Home oder Xiaomi oder so. Also ich habe ja hier einige Smart Apps drauf. Dann versucht die einfach mal. Einfach versuchen. Versuch mal klug. Die Apps sind im Prinzip alle fast gleich aufgebaut und sollten, ich habe schon öfters gehabt, dass verschiedene Hersteller untereinander alles funktioniert hat. Und dann spart man sich halt die Apps. Ich werde auch noch bei mir alles aussortieren und ein paar Apps runterklatschen und dann halt verschiedene Anbieter in einer App haben, es funktioniert. So,
Ich bin jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Das hat euer Odin.